ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Interview hier auf diesem Kanal. Ich freue mich heute wieder ganz besonders, den Tobias Steinhäuser neben mir sitzen zu haben. Hallo lieber Tobias. Ja, hi, vielen Dank für die Einladung. Ja, wir haben ja auch schon viele Videos zusammen gemacht, hier auf meinem Kanal, über die verschiedensten Themen rund um Ernährung, auch die ganzheitliche Sicht drauf. Und heute haben wir wieder ein besonderes Thema herausgegriffen, was auch für dich ja so ein Thema ist in deinem Programm Wandel pur. Ne? Das sind auch Fragen, oder das ist auch eine Frage, die immer wieder aufkommt. Und ja, da begleitest du ja auch die Menschen. Und das sind drei wichtige Tipps, die wir heute für meine Zuschauer bereitstellen wollen. Du hast auch einen YouTube-Kanal, der heißt jetzt Tobias Steinhäuser. Steinhäuser einfach, ja, genau, wieder nach Hause. Verlinke ich oben in den Infokarten. Du hast auch eine Webseite und du bist bei Instagram. Und Facebook hast ja auch so eine Community, so eine Gemeinde. Ja, genau, so eine Gruppe. Also das ist einfach, ja, ist auf der Webseite überall verlinkt, so diese Social-Icons sind da immer drauf, ja. Okay. Also findet ihr alles unter diesem Video beziehungsweise im ersten angepinnten Kommentar, da, wo überall Tobias zu finden ist. Heute habe ich das Thema ausgesucht, drei Tipps, wie man gut Heißhungerattacken überstehen kann oder wie man damit umgehen kann. Und Tobias, ich gebe gleich mal an dich ab, was ist für dich der Tipp Nummer eins? Auf was sollte man achten? Ja, also erster Punkt wäre mal von der Ernährung her, dass man da guckt, dass die halt in der Balance ist, dass die ausgeglichen ist, dass die nicht in irgendeine Richtung einseitig ist, weil dann kann es eben sein, dass man einfach immer Gelüste hat. So, wenn man zum Beispiel super viel überzüchtete Früchte isst, so, dann hat man zwischendrin einfach immer diesen Heißhunger und man will noch irgendwie mehr, oder wenn es halt in eine andere Richtung ja unausgeglichen ist. Und da ist halt immer gut, wenn man auch genug Grün drinnen hat oder Samen, Saaten, Sprossen und so weiter, Wildkräuter, ja. Ich würde dazu noch Bitterstoffe empfehlen. Ja. Bitterstoffe, da gibt es ja auch die 7 Kräuter von Lebenskraft pur. Also das, ich liebe das einfach, da so ein bisschen Pulver in den Mund zu nehmen, und habe dann auch oft gemerkt, wie manchmal Hunger vergangen ist oder so eine Art Hungergefühl, ja. Und das ist ja generell auch sehr gut, Bitterstoffe für den Magen, ja. Darm. Also generell für die ganze Verdauung ist das sehr gut. Und da könnt ihr mal probieren, wenn ihr auf einmal so Gelüste habt nach süß und ihr schafft es wirklich ein paar Mal in dem Moment Bitterstoffe, ein bisschen oder vielleicht auch einen halben Teelöffel von was Bitterem, also bittere Kräuter, 7 Kräuter, dann merkt ihr, wie schnell das vergehen kann. Also finde ich sehr faszinierend, wie man damit umswitchen kann. Wenn man aber wirklich, sage ich mal, diese mentale Kraft hat, diese Willensstärke, jetzt zu sagen, nö, ich gebe mich dem jetzt nicht hin, sondern ich versuche das jetzt einfach mal mit Bitterstoffen. Und das ist auch eine gute Möglichkeit. Das haben ja schon viele berichtet, dass es funktioniert. Muss man halt einfach ausprobieren. Ja, schon. Ja, auch mit dem Grün habe ich immer wieder gemerkt, hauptsächlich irgendwas, ja, was noch ursprünglich ist, ne? Seien es jetzt Wildkräuter, wo ja auch noch die Bitterstoffe Löwenzahn oder halt Brennnesseln und so weiter. Aber wo einfach noch wirklich was drinnen ist, wo Substanz hat und nicht so überzüchtet ist. Irgendwas täglich einbauen, oder ich mache mir oft über einen Salat halt Spirulina. Genau, und die 7 Kräuter, die von, wie heißt der Bernhard? Oder heißt der Bernhard? Heidelberger. Ja, genau. Die habe ich auch immer so eine Messerspitze vorm Essen. So. Ja, regt die Magensäure an, ist auch super gut. Ja, und man merkt dann einfach, also ich kenne es auch bei vielen, die vorher super viel Gelüste haben, und wenn es halt wirklich so daran lag, dass nicht genug Grün oder Bitterstoffe drin waren in der Ernährung, dann wird es halt wesentlich weniger nach ein paar Tagen, nach 1-2 Wochen. So, der Geschmack verändert sich ja dann auch. Der Geschmack will dann auch immer das, was man eigentlich gewöhnt war. Oder das ist dann zumindest nicht mehr so schlimm bei jetzt krassen Bitterstoffen, sondern man mag das auch und man hat dann auch das Verlangen nach mehr Grün, wenn man das mal so ein bisschen mehr eine Zeit lang einbaut. Ja. Oder was ich auch eine gute, oder wo man auch mal drauf schauen sollte, wie viel man isst. Ich meine, wenn Menschen konventionell essen und 5 Mahlzeiten am Tag essen, ne, und sind dann inspiriert, sich mehr von Rohkost zu ernähren, mehr von pflanzlicher Vitalkost, und denken, oh, mal so intermittierendes Fasten ist nicht so schlecht, und gehen auf einmal von 5 auf 2 Mahlzeiten. Das könnte natürlich auch schwierig werden, wenn der Umstieg zu schnell ist. Also ich bin ja auch, ich habe früher 5 Mahlzeiten gegessen konventionell, bin dann immer 4, 3, 2, jetzt ist es eine Mahlzeit meistens, ne, ganz selten nochmal 2. Und das über die Jahre Schritt für Schritt, da waren natürlich auch Fasten und Darmreinigung dabei. Und wenn man dann zu schnell in dieses zu wenig Essen und zu leicht Essen, das könnte dann auch eine Schwierigkeit werden, dass man oft Heißhunger, so Gelüste hat. Ne? Ja. Und ich würde auch immer wieder empfehlen, klar, das sind auch meine Themen auf meinem Kanal, auch immer wieder Wildkräuter zu integrieren und Mikrogrün, Sprossen, weil die auch viele Mineralstoffe, Vitalstoffe, Enzyme enthalten. Und das brauchen wir einfach auch, gerade auch während der Ernährungsumstellung und für alle möglichen Prozesse im Körper. Ja,
Ja, und man kann sie sich halt noch in perfekter Qualität daheim selber ziehen und ist nicht irgendwie, ja, aus dem Supermarkt. Alles andere an Gemüse ist ja super schnell oft gewachsen und ja, einfach nicht mehr die Qualität. Und ja, beim Sprossen ist echt eine gute Möglichkeit. Ja, es ist auch ein wichtiges Thema, auf die Qualität der Lebensmittel, nicht Nahrungsmittel, Lebensmittel zu achten, dass sie nicht leer sind, dass sie einfach nur Makronährstoffe bereitstellen, sondern dass sie auch wirklich Enzyme, Mineralstoffe, Vitamine enthalten, weil das in diesem Verbund in den Nahrungsmitteln am natürlichsten ist, als wenn man das jetzt separat als Nahrungsergänzungsmittel einnimmt. Ja, auf jeden Fall. Genau. Hast du noch was zum ersten Punkt sonst vom Ja, Bitterstoffe und genau. mineralstoffreich, vitalstoffreich wär so von meiner Seite die Ergänzung. Und ja, gern zum zweiten Punkt, liebe Tobias. Ja, zweiter Punkt hatten wir uns rausgesucht, waren einfach auch mal diese psychisch-emotionalen Themen anzuschauen oder ganz simpel, so kennt fast jeder, wenn halt irgendwie Stress auf der Arbeit ist, wenn mit Family im Urlaub viel los ist und man einfach irgendwie mal seine Ruhe will und man kompensiert dann super häufig mit, ja, mit Essen, mit der Ernährung. Das heißt, dass man sich überisst, dass man doch irgendwie wieder irgendwo eine fettige Pizza sich dann reinhaut, weil man sich dann denkt, oh, jetzt ist egal, jetzt will ich mal runterkommen und man. Ja, die meisten benutzen es mehr oder weniger bewusst oder unbewusst zum Kompensieren des Essen und ist bei fast niemandem so gar nicht vorhanden. Und da wirklich mal bewusst hinzuschauen, was für Situationen das sind, ist halt, finde ich, super wichtig zu gucken, okay, ist es immer, wenn irgendwie der Kollege auf der Arbeit einen nervt und dann haut man sich zwischendrin doch irgendwelche Süßigkeiten oder Schokolade oder sonst was rein. Genau, oder sind es halt andere Situationen und da wirklich mal zu gucken und dann diese Themen wirklich mal nicht mit dem Essen zu kompensieren, sondern dann zu gucken, wie kann ich die anders verarbeiten, was stört mich so daran, wie kann ich anders mit einer Situation umgehen und dann wirklich den Stress, ja, wieder zu schauen, weil am Ende ist Stress halt immer nur eine Reaktion, die man selber produziert. Weil es ist ja immer, natürlich mag es in der einen Situation leichter sein, gelassen zu bleiben, aber am Ende umso stabiler, umso ausgeglichener man in sich wird, kann man in jeder Situation gelassen sein. So, weil am Ende ist es wie, ja, wenn man sich ein Spiel irgendwo anschaut, es fällt ein Tor und der eine freut sich, so der andere ist so traurig, der nächste, der ist gelangweilt, so der interessiert sich halt gar nicht für das Spiel, der andere ist halt Fan von der Mannschaft, die ein Tor geschossen hat und der andere, ja, Fan von der Mannschaft, wo eins bekommen hat. So, und wenn man halt die Sachen wieder aus einem anderen Blickwinkel betrachtet. Und was ist so schlimm daran, wenn jemand irgendwas sagt? So, wenn jetzt dein Chef ein Chinese wäre und du verstehst seine Sprache nicht, dann wäre es wahrscheinlich lustig, wenn er da irgendwas rumbrüllt. Es ist am Ende immer das, was man selber dann draus macht. Wie reagiert man auf eine Situation? Wie gesagt, klar ist es mal unterschiedlich, dass Situationen von außen was in einem triggern können und das eine unterstützt es natürlich mehr, das andere weniger. Aber umso mehr man in diese Ausgeglichenheit selber kommt, also gibt es verschiedene Methoden, sei es jetzt, dass man irgendwie Meditation, Achtsamkeitsübungen irgendwie in den Alltag einbaut, Atemübungen täglich macht, Yoga oder was auch immer. Aber dann kommt man immer mehr in diesen ausgeglichenen, stabilen Zustand und dann, ja, tangiert das einen auch nicht mehr so. Das ist dann, ja, nicht mehr so schlimm, so, weil man dann weiß, okay, es ändert ja nichts, wenn ich mich jetzt schlecht fühle. Ich kann jetzt einfach machen, was jetzt nötig ist und ja, ist natürlich, wie gesagt, leicht gesagt, aber genau, ist ja ein Prozess, so ist ein Lernprozess, wo immer weitergeht. Ja. Ja, emotionales Essen ist ein großes Thema, ne? Und fast jeder in verschiedenen Graden kennt das, ne? Emotionales Essen. Immer dahinter schauen, warum esse ich jetzt eigentlich? Habe ich jetzt wirklich Hunger? Ist das wirklich Hunger, was ich spüre, oder ist es eher so ein Frustessen? Es gibt ja aus verschiedensten Gründen, warum Menschen mehr essen, als sie eigentlich brauchen. Weil sie Ja. alleine sind, weil das Selbstwertgefühl im Keller ist, weil sie eben, wie du schon gesagt hast, werden verschiedenste Dinge kompensiert. Es geht eigentlich gar nicht darum, sich Nahrung zuzuführen, um einfach zu funktionieren, ne? Dass der Körper und alles funktioniert, sondern auf emotionaler Ebene und da einfach nochmal hinschauen, warum esse ich eigentlich? Und dann einfach Mittel finden, ob das jetzt meditieren ist, in die Natur gehen, Ja. Sport machen, wirklich eine Ablenkung. Ist natürlich manchmal schwierig auf Arbeit, ne? Sich das, Ja. wenn man wirklich so in diesem Hamsterrad ist oder im Alltags
Geschäft sozusagen im Job schwierig, dann wirklich zu sagen, ich gehe jetzt mal eine Stunde spazieren oder ich laufe jetzt mal hier eine Runde barfuß, aber einfach schauen, was möglich ist, ne? Und vor Ja. allem auch die Prozesse dahinter verstehen, wirklich auch mal zu fragen, warum reagiere ich jetzt so? Warum will ich jetzt was essen? Ich habe eigentlich gar keinen Hunger. Warum ist jetzt dieses Frustessen da? Ja, schon. Und auch selbst, wenn man direkt auf der Arbeit ist und man in Anführungszeichen nichts machen kann, also erstmal, wenn man sich zum Beispiel, also das mache ich auch immer mit den Teilnehmern im Programm bei mir, wenn man sich Routinen in den Alltag einbaut, dann baut sich auch immer mehr eine Stabilität auch über den Alltag hinweg aus. Und dann kann man auch bewusst genug sein, dass man eine gute Sache ist, dann auch immer, wenn irgendwie ein Kollege kommt und man hat irgendwo Streit oder sonst was. Und der flaumt einen gerade an, weil, was weiß ich, weil man irgendwas falsch ausgedrückt hat oder sonst was, ne? Und dann kann man erstmal ruhig durchatmen und nicht einfach reagieren, weil oft reagiert man dann so zwanghaft, impulsiv, dass man dem anderen dann irgendwie jetzt sofort eine Antwort reingeben muss und sonst was, sondern einfach mal durchatmen, kann man dann immer bewusster in so einem Moment. Und dann halt auch mal reinspüren, so, okay, warum stört mich das jetzt, wenn jemand anderes mich zum Beispiel beleidigt, so, wenn ein Kollege sowas zum Beispiel macht, ne? Warum muss mich das stören, wenn sich jemand anderes doof verhält? So, warum muss ich mich deswegen schlecht fühlen? Also natürlich, das klingt jetzt leicht gesagt, aber das kann man sich dann, wenn man diese Stabilität über Routinen, die man täglich einbaut, immer mehr aufbaut, dann kann man auch in so einem Moment, wenn man dann ruhig mal durchatmet, sich da viel mehr rausziehen und dann halt bewusst reagieren und einfach gucken, okay, was ist jetzt sinnvoll in der Situation, aber halt nicht dieses Zwanghafte, direkt irgendwie antworten zu müssen und dann irgendwie einen doofen Spruch reindrücken, ja, den man dann später wieder bereut und auch das, ja, die Arbeitsatmosphäre nicht noch förderlicher macht. Ja. Genau. Und ja, das ist halt natürlich so ein Prozess, das immer mehr dann zu machen. Also da gehört dann halt einfach dieses Bewusstsein dazu entwickeln, aber man kann das halt auch in der Situation, auch das, was ich vorhin so angeschnitten habe, ja, da einfach ja, bei sich zu gucken und dann halt, wie gesagt, schauen, was kann man im Äußeren machen, aber dass man immer schaut, erstmal bei sich und ja, dann kommt man da immer mehr hin. Also klingt jetzt leicht gesagt, man muss dann auch immer gucken, was das für eine Situation im Einzelfall ist. Also wir sprechen da auch dann oft drüber in der Zusammenarbeit, aber ja, das kann man auch alleine machen, schon immer mehr, ne? Natürlich ist, wie gesagt, so ein Lernprozess. Ja. Ja, wir können gleich zum dritten Punkt Ja. gehen. Das ist auch, ja, dritter, letzter wichtiger Tipp, wie man gut, ja, mit Heißhungerattacken umgehen kann, Tobias. Ja. Also der dritte Punkt, da hatten wir uns herausgesucht, was man machen kann, wenn jetzt halt doch mal Heißhungerattacken da sind, ist jetzt nicht direkt so, wie man es vermeiden kann, komplett vermeiden kann, aber man kann damit halt auch wirklich so dieses schlechte Gefühl nach dem Essen vermeiden, indem man halt einfach immer irgendwas Gesundes daheim hat. Und nicht dann, wenn man jetzt Heißhungerattacken hat und man hat halt sonst irgendwelche Chips gegessen oder irgendwelche Süßigkeiten, dann kann man halt daheim immer mit Trockenfrüchte daheim haben oder halt irgendwelche Nüsse und dann isst man halt zumindest irgendwas Gesundes oder man hat ein paar tiefgefrorene Bananen daheim, dann kann man sich immer ein Bananeneis machen, Kakaonips drüber, Kokoschips oder alles Mögliche. Ja. Genau. Ja, es gibt ja auch gerade je nachdem, wenn man gerade Ernährung umstellt auf vegan, vegetarisch, Rohkost, dann gibt es ja so viele Möglichkeiten, sich in diesem Feld ja, eine besondere Rezepte auszuprobieren, die einen auch Ja. wirklich sättigen und auch so ein bisschen, gerade wenn man Heißhungerattacken hat und denkt, oh, eine Pizza, gerade wenn man eher so vegan, rohköstlich unterwegs ist, also das gibt es ja auch alle, ja, es gibt ja auch die Möglichkeit, diese Rezepte in gesünder herzustellen. Gibt es ja Genau. mittlerweile, ist das ja so Ja. facettenreich, weil im Internet findet man ja wirklich alles Mögliche. Ich kann mich auch erinnern, als ich auch schon lange her, als ich Vegetarierin war, vor meiner veganen Umstellung, ich habe wirklich mal 2 Jahre lang jedes Wochenende zwei verschiedene Gerichte gekocht. Ja. Vegetarisch damals. Und als ich auf vegan umgestellt habe, habe ich auch so viel ausprobiert, auch dann mit Rohkost. Da gab es noch gar nicht so diese Vielfalt, aber was da möglich ist. Und wenn man da sich ein paar Rezepte aneignet, immer gewisse, sag ich mal, Basiszutaten zu Hause hat, wie eben auch, wie du schon erwähnt hast, gefrorene Bananen, kann man sich einfach mal ein Eis mixen Ja. mit ein paar Zutaten dazu. Gibt schon die Möglichkeit, wenn man da wirklich mal so eine Heißhungerattacke hat auf was Süßes oder Deftiges, dass man das auch, je nachdem, wo man gerade steht, ja, dass man das auch in gesünder lösen kann. Ja,
Ja, schon. Und mittlerweile, es gibt ja echt so viele Alternativen, ne? Je nachdem, wo man da gerade mit der Ernährungsumstellung, man muss ja dann nicht von 0 auf 100, aber wenn man jetzt sonst mal irgendwie so ganz konventionelle Chips sich geholt hat, dann kann man ja schon mal irgendwie Chips zumindest mit Meersalz, gibt es die auch schon so. Das wäre schon mal ein erster kleiner Schritt. Dann gibt es mittlerweile ja sogar Rohkostchips. Man kann sich selber auch welche machen, wenn man will, aber man kann die mittlerweile ja sogar kaufen oder bestellen. Ja, und dann bei allen anderen Sachen gibt es ja auch, dann mittlerweile gibt es auch Rohkostriegel oft in Bioläden und auch in normalen Supermärkten oft schon, wo du halt irgendwie aus Nüssen und Trockenfrüchten hast und die kannst du immer mit dabei haben. Und wenn man immer so was Gesundes mit dabei hat, so dann kommt man da gar nicht in Versuchung, wenn man mal irgendwie Heißhungerattacken hat, irgendeinen Mist, ja, sich reinzuhauen. Und wenn man halt, gerade wenn man unterwegs ist, so ich habe dann, ja, je nachdem, wenn ich auch nicht weiß, wo es irgendwas Gutes zu essen gibt, dann hat man halt mal eine Packung Nüsse dabei oder weiß ich, knabber auch gerne irgendwie Sonnenblumen gerne, einfach so im Moment. Je nachdem, was man da halt Lust drauf hat, aber dann hat man halt irgendwas zumindest zum Kauen. Oder halt, wie gesagt, es gibt ja auch genug Alternativen, leckere, schon zubereitet. Und ja, daheim sowieso, dann kann man, wie gesagt, dann halt so eine gute Basis da haben. Wie gesagt, mit Bananen. Bananeneis ist super lecker, super simpel. Einfach die tiefgefrorenen Bananen in den Mixer, vielleicht ein bisschen Wasser dazu. Und dann kann man ja auch in jede Geschmacksrichtung gehen. Man kann Kakaonips oder Kakaopulver da haben, dann hat man Schokoeis, man kann Beeren da haben, dann hat man halt ein Erdbeereis, ein Himbeereis, was auch immer. Super simpel, super lecker, geht ja, es dauert ja nicht mal eine Minute, so man schmeißt den Mixer und mixt und fertig. Und ja, also mittlerweile ist es echt, ich weiß noch, wo ich umgestellt habe am Anfang, so mit vegan, das war da ja noch so ein Fremdwort, sag ich mal. Also es war wirklich so im Restaurant, gerade irgendwie in Franken, Bayern und so weiter. Du gehst in ein Restaurant, die wissen halt nicht mal meistens, was dann vegan ist. Und mittlerweile ist ja vegan schon so, ja, wie vegetarisch halt vor 10, 15 Jahren. Und ja, du hast ja mittlerweile eigentlich überall gute Alternativen. In Supermärkten gibt es ja mittlerweile auch genug. Ja. Da einfach ein bisschen rumprobieren. Also bei mir war es auch so, dass ich viel mehr ausprobiert habe, wo ich auch vegetarisch, vegan umgestellt habe, als vorher. Vorher habe ich eigentlich immer nur das Gleiche gegessen und dann wirklich auch mal, ja, jede Woche neue Sachen ausprobiert und dann bleiben automatisch neue Lieblingsgerichte hängen und man ernährt sich automatisch Schritt für Schritt gesünder. Ja. Ja. Das war es eigentlich auch schon, ne? Die Ja. drei, unsere drei wichtigen Tipps, um gut mit Hungerattacken umzugehen. Da danke ich dir, lieber Tobias. Gern, ja. Herzlichen Dank für deine Zeit. Und ja, für die Zuschauer, ihr findet Tobias, hatte ich ja schon am Anfang erwähnt, also die Plattformen, wo er zu finden ist, unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Uns interessieren natürlich eure Gedanken, Meinungen, Erfahrungen zu dieser Thematik. Hinterlasst sie gerne unter diesem Video. Wir freuen uns über regen Erfahrungsaustausch. Wir wünschen euch alles Liebe, alles Gute und bis ganz bald. Tschüss! Ciao.